Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem neuen Video zu BenQ Witt. Ich habe eben ein Video gemacht, wo ich euch die BenQ Witt gezeigt habe im Einsatz, beziehungsweise die E-Reading, die Genie E-Reading und die Witt E-Reading. Das sind zwei Modelle, und zwar das kleine hier, das ist die Genius und die Größere hier mit den zwei Armen, das ist die Witt. Werde ich euch aber gleich alles noch hier anhand der Bilder ein bisschen besser erklären können, die Unterschiede zwischen den beiden Lampen als im Video, weil die Aufhängung von der Lampe, also die Arme, sehr, sehr dünn sind und die sieht man im Video sehr schlecht. Ich hoffe, ich habe es da wenigstens, ich muss es noch bearbeiten, wenigstens vernünftig die Einstellung euch zeigen können. Ich habe den Monitor abgefilmt und wollte euch eigentlich ein bisschen was zeigen, nur so schnell die Zubehörteile. Aber habt ihr dann gesehen, sieht man nicht richtig schön. Deswegen habe ich gedacht, machst du noch mal so ein Video, damit ihr da ein bisschen besser Bescheid wisst. Ich mache hier auch alle Links in die Videobeschreibung. Weil das mit dem Zubehör ist ein bisschen blöd gelöst, weil BenQ hat hier kein, wenn du auf die Lampen gehst, kein Zubehör hier noch mal verlinkt. Und auch wenn du auf die große Lampe bist, da gibt es ja Zubehör, hier ist nicht nochmal irgendwie ein Zubehör-Button. Also wenn du über Google oder so oder durch irgendeinen anderen nur zum Link zu diesen beiden Sachen kommst, siehst du halt nicht den Zubehör. Da müsstest du wirklich hier runter scrollen und dann siehst du hier entdecken, entdecken, da kommt man zu den Lampen. Hier ist der Fischgreifer. Da könnte man dann entdecken. Oder hier. Seit kann man auch hier Sachen. Die machen werden wir mal als erstes machen. Also das haben wir einmal hier diesen Tischhaken, Tischgreifer. Bei der großen, das geht nur bei der großen, bei der Witt E-Reading, nicht bei der Genius. Bei der Genius zeige ich euch gleich warum. Und dann kann man das da einfach raufstecken. Große, der Teller von der großen ist ein Naturstein unten drunter oder so. Ein Lavastein, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Und der hat ein schönes Gewicht und da ist auch nur so ein Bolzen, der da rausguckt, wie hier, wo es einfach nur rumgesteckt wird. Könnt ihr dann hier abstecken und dann anstecken. Oder halt hier auf so einen Standfuß hier oben einfach rausstecken. Und dann sieht das so aus. Mit Kabel, der kommt natürlich dann raus. Dadurch habt ihr dann praktisch die Lampe würde ich auch gerne testen, euch zeigen, aber das habe ich nicht gekriegt. Aber ich habe die, seht ihr das dann auch nochmal. Hier unten ist dann noch so eine Schelle, wo der Kabel dann durchkommt. Auch die Anleitung, wie das geschraubt wird. Hier unten kommt die raufgesteckt, dann da festgeschraubt. Und hier unten reingemacht. So, und hier haben wir dann die große. Und hier ist dieser Teller. Da ist unten Naturstein und hier. Ich werde das mal so machen, damit wir, dass ich euch hier die Unterschiede jetzt noch mal ein bisschen besser zeigen kann als im Video, wo ich euch die Lampen nur gezeigt habe, weil, wie gesagt, die Stänge ist halt nicht so dick, dass man, wie gesagt, das erste, wir fangen unten an, würde ich sagen, die Aufhängung ist hier komplett anders. Der Stab, der Hals, wie man dazu sagen möchte, ist hier direkt befestigt, hier kann man nichts lösen oder so. An diesem Teil, was dann halt mit dem Standfuß, da ist Teil. Ja. Also ist alles fest. Im Gegensatz zur größeren Lampe, da haben wir dann praktisch, hier können wir sie abziehen. Dann haben wir hier nur eine Stange. Bei der größeren haben wir zwei. Und dadurch halt zwei Lenke. Eins, zwei. Bei der kleineren haben wir praktisch nur dieses Gelenk hier unten. Was halt auch nur nach vorne geht, gerade und minimal so ein Stück nach hinten. Habe ich im Video euch gezeigt. Was ihr bei der
wird E-Reading ganz anders haben. Wir können die komplett nach hinten machen oder nach vorne, also hier unten meine ich, genauso wie hier oben nach vorne oder nach hinten machen. Guckt doch ein bisschen Kabel raus, das ist extra so, dass wir ein bisschen Bewegungsfreiheit haben, hier oben hoch. Also haben wir hier schon mehr Einstellungsmöglichkeiten. So, hier oben die Aufhängung, die ist bei beiden exakt gleich. Wirklich exakt gleich. Man kann sie wirklich schön schwenken. Man hier halt schlecht. Da kann man hier nicht vernünftig sehen. So. Der Ring hier oben bei der kleinen, bei der Genius, ist Plastik. Bei der größeren ist das Metall. Aber das waren auch schon die Unterschiede. Das sind wirklich nur Unterschiede in der Bewegung. Von der Helligkeit oder Dunkelheit. Wie das Licht gestreut wird, nach links, rechts, vorne, hinten und so. In den Einstellungen von dem Licht, mit Weißlicht und Gelblicht, und dass man das halt variieren kann und selber anpassen kann. Keine Unterschiede. Wirklich, da sind sie wirklich identisch. Ihr könnt rein gelb, rein weiß, gelb mit ein bisschen weiß und die Helligkeit. Könnt ihr euch anpassen, wie der Kegel ist, wo das Licht hinkommt, ist bei beiden auch exakt gleich. Auch die Abmessungen sind exakt gleich. Ich habe mir die technischen Daten für beide, bei beiden angeguckt. Einzigen Sachen, die sich hier unterscheiden bei den technischen Daten. So. Die einzigen Sachen, die sich unterscheiden, sind die Maße. Ihr könntet ja auch oben hier sehen. Dual Color LED 95. Dual Color LED 95. Zentrale Blabla, 1600 Lux, Höhe 45 cm, Höhe 45 cm. Farbtemperatur 2700 bis 5700, 2000 bis Beleuchtung 90 cm breit, Lux, oh, Lux, breit. Produktfarbe Blau, Gold, Rosé, also Rosa und Silber. Blau, Gold, Rosa, Silber. Material Aluminium. Technisches Harz. Ja, das ist die große. Ja gut, denn hier sieht man, bei Materialien sieht man hier die Unterschiede, weil hier Aluminium, technisches Harz. Aluminium, technisches Harz ist hier auch. Legierung haben wir bei der Lampe dann halt nicht. Zubehör haben wir hier eine Tischklemme und einen Bodenständer. Das steht hier mit drin. Das haben wir hier natürlich nicht. Hier gibt es keinen Strom, kein Zubehör. Strom. 120. Gleicher. 18 Watt Maximum. 18 Watt Maximum und Adapter. Und dann halt die Maße. 59 mal 22 mal 62, 25 mal 25. Da, das ist sonst identisch. Und auch so Handfuß mit dazu geholt oder so, dann kann man auch mal variieren. Kann sich das dann Couch hinstellen. Hat dann halt schön. Macht wirklich ein tolles Licht. Werde ich mir den mal kaufen. Habe ich mir überlegt, für Videos wäre das viel geil. Dann kann ich, habe aber den Kabel jetzt hier momentan so verlegt, dass ich dann den Stromkabel aus dem Kabelschacht und so rausnehmen muss, den dann locker hinten liegen lassen muss. Ich mir das da hinten aufmachen und dann kann ich. Ja, das ist für später mal.
Aber die werden wir hier demnächst bauen. Dadurch spare ich mir ein bisschen Platz, weil der Tisch dann ein bisschen groß ist. Da könnte ich Mauspad noch ein Stück nach rechts machen. Werden wir dann aber im späteren Video machen. Und wie gesagt, ich benutze jetzt die Reading. Im Blau. Die benutze ich jetzt bei mir so um die 2 Jahre. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Können auch 3 sein. Also bin mir nicht sicher. Muss mal gucken, wann ich das erste Video dazu gemacht habe. Und ich liebe die Lampe. Ich hatte viele Schreibtischlampen davor. Es gibt nichts Besseres. Es gibt wirklich nichts Besseres. Wenn ich abends hier im Stream bin, dann mache ich mir mein Licht hier ganz oben an. Dann ist aber auch alles hier so ein bisschen beleuchtet. Und wenn ich dann halt wirklich nur sage, ich bin jetzt hier, ist abends, ist schon mal Licht oder schon mal dunkler, ich mach mir das hier an, ja, und habe dann meinen Arbeitsplatz erleuchtet und kann dann noch ein paar Fragen beantworten, E-Mails machen oder was weiß ich, oder shoppen, da ist das halt viel, viel angenehmer. Also ich habe auch noch nichts Besseres gefunden. Mir wurde auch schon vorgeschlagen, so eine Monitorlampe, die dich hinter dem Monitor irgendwie befestigt, die wird man, und die kommt dann so ein Stück über den Monitor rüber. Hab mir dazu ein bisschen was durchgelesen und angeguckt und so. Finde ich jetzt aber nicht so pralle, weil da, du kannst die nicht weiter nach vorne machen. Hier ist dann praktisch, die geht hoch, ist im Bogen, und dann wird die dann festgemacht. Und die ist dann halt dicht, ziemlich nah am Bildschirm. Und bei mir jetzt zum Beispiel, und dann leuchtet er drunter und dann hast du trotzdem immer noch so Lichtschein auf dem Bildschirm. Habe ich bei meiner BenQ-Ehe gar nicht. Ich habe nicht ein bisschen Furzelfilm, zu viel Licht irgendwie auf dem Monitor oder so, dass es spiegelt oder sonst einfach gar nicht. Nur das, was beleuchtet sein soll, ist beleuchtet. Und das besser geht's nicht. So, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Wenn ihr Fragen zur BenQ with E-Reading Schreibtischlampe oder zur BenQ Genius E-Reading Schreibtischlampe habt, wie gesagt, Genius ist das kleine Modell für 165. Die Wit E-Reading ist die größere. Wenn ihr flexibel sein wollt, gebe ich euch den Tipp, holt euch die Wit E-Reading. Wenn ihr sagt, ja, spare lieber die 30 Euro, um so eine kleine reicht mir auch aus, stelle ich hier neben, wird hier beleuchtet. Ist auch okay, aber halt mehr Bewegungsfreiheit habt ihr mit der Wit E-Reading. Seid da dann egal. So, wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde mein Bestmögliches tun. Oh, die Nacht war nicht so toll. Die Kinder. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen alle zu beantworten. Wie gesagt, die habe ich ja jetzt 2 Jahre, 3 Jahre hier schon in Benutzung. Die Kleine, die steht jetzt am Schreibtisch gerade, also auf dem Tisch, Unboxing-Tisch. Die geht dann wieder ins Kinderzimmer von der Kleinen, von der Großen. Und wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Euer Odin.